Kollege Ralf Lenker das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, geehrte Damen und Herren, die gelbe Tonne ist ein Dauerbrenner. Die Tinte der 6. Änderung der Verpackungsverordnung ist noch nicht trocken. Da kommen Sie bereits mit der 7. Änderung um die Ecke. Wann? Wann begreifen Sie, dass jede weitere Änderung der Verpackungsverordnung, ob die 6., 7., 8. oder 20., sinnlos ist, solange Sie das Übel nicht selbst anpacken? Denn die von Ihnen gehätschelten 11 privaten Großfirmen kriegen die Verpackungsentsorgung im dualen System nicht in den Griff. Sie sind keine Opfer, sie sind das Problem. Wir alle kennen die Zahlen. 2,4 Millionen Tonnen Verpackungsabfall fielen 2013 an. Aber nur für 1 Million Tonnen stellten die 11 Firmen Rechnung aus. Wie kann das sein? Wenn eine Entsorgungsfirma ihrem potenziellen Kunden die volle Menge an Verpackungen als Lizenzgebühr berechnet, mit den vollen Entsorgungskosten, dann wechselt der Kunde zum nächsten Systemanbieter, der kundenfreundlicher rechnet. Diesen Wettbewerb des kreativen Gestaltens der Lizenzgebühren ignorieren Sie von Union, SPD und Grünen. Lieber toben Sie sich auf Nebenplätzen aus. Ein Beispiel. Der Möbelanbieter, der bisher fast alle Verpackungen selbst einsammelte, dem streichen Sie die Eigenrücknahme, weil einige Kunden die Verpackungen manchmal in die gelbe Tonne warfen. Jetzt muss er nach Ihren Vorstellungen eine der 11 Firmen bezahlen, zur Verpackungsentsorgung über die gelbe Tonne. Da werden dann wohl seine Kundendienstmonteure zukünftig Folien, Schaumpolysterol, Luftpolster stets beim Kunden lassen. Wenn dann plötzlich die gelben Tonnen vor den Haustüren überquellen, weil die Mehrmengen nicht beim Abholen eingeplant waren oder die dünnen Sammelsäcke reißen, da ist die nächste, die 8. Änderung der Verpackungsnovelle schon mal vorprogrammiert. Ein zweites Beispiel. PU-Schaumdosen werden bisher über eine Branchenlösung gesammelt. 90% werden erfasst. Da waren die 11 Firmen nicht beteiligt. 18 echte Branchenlösungen funktionieren, alle ohne die glorreichen 11. Ein paar Dutzend Branchenlösungen dagegen funktionieren nicht. Und wer organisiert diese? Die 11 Firmen. Jetzt zerschlagen Sie alle Branchenlösungen zugunsten der 11 Firmen. Erklären Sie es. Mit einer Ausnahme. Wenn eine Branche eine vollständige Erfassung und Selbstabholung ihrer Verpackung nachweist, darf sie ihre Lösung weiter betreiben. 100% Nachweis. Was für ein Bürokratiemonster, mit dessen Hilfe schanzen Sie den 11 Firmen weiteres Geschäft zu. Übrigens, die 11 Firmen des dualen Systems verbrauchen bei 1 Milliarde Umsatz rund 60%, also 600 Millionen für Verwaltung, Ausschreibungen und Gewinne. Nur 400 Millionen werden ausgegeben für Sammlung und Verwertung der Verpackung. Das bringt zwar wenig für die Umwelt, aber der Rubel, der rollt. Wir, die Linke, wollen eine Verpackungsverordnung, die funktioniert. Führen wir Verpackungsabgaben ein für Hersteller pro Kilogramm Verpackungsmaterial. Das verhindert Betrug und fördert Verpackungsvermeidung im Handel und bei Produzenten. Beauftragen wir die Kommunen mit der Erfassung der Verpackung, bezahlt aus der Verpackungsabgabe. Geschätzte 60% der Verwaltungskosten könnten entfallen. Beerdigen wir das duale System. Die 7. Änderung der Verpackungsverordnung ist der erneute Versuch, tote Pferde zu reiten. Schaffen wir dafür eine lebensfähige und ökologische Verpackungsverordnung. Und lassen Sie das duale System in Frieden ruhen. Für die CDU-CSU-Fraktion hat der Kollege Dr.